Wissen Sie, Frau Junge, jetzt kenne ich ihn, meinen Mann, schon über 15 Jahre. Und doch, wenn ich es mir recht überlege, weiß ich eigentlich gar nichts von ihm. Obwohl er ja gern redet. Ich habe mich eigentlich auf Berlin gefreut. Aber nun ist er so ganz anders als früher. Jetzt redet er mit mir nur noch über Hunde und vegetarisches Essen. Ich habe oft eine Sauwut über die Blondie. Manchmal gebe ich dem Vieh heimlich unterm Tisch einen Fußtritt und der Adolf wundert sich dann über ihr närrisches Benehmen.